Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu Besuch bei der evangelischen Landessynode in Reutlingen. Der praktizierende Katholik, der auch in den Zentralrat der deutschen Katholiken gewählt wurde, sollte über einen zentralen Streitpunkt der Reformation sprechen. Ob man sich das Wohlwollen Gottes verdienen könne oder ob dessen Gnade und Liebe zu Menschen allein zum Vergeben führe. Es ist ein milder Gott, der durch diese Weltvorstellung weht. Dass das sich rechtfertigen, das christlich gnädige Milde und Gerechtsein gegen andere, wenn harte Tagespolitik gemacht werden muss, oft im Konflikt stehen, ein Thema, das auch Kretschmann beschäftigt. Rechtfertigung passt nicht so richtig zum modernen, selbstbewussten Menschen. Er erklärt sich, aber er rechtfertigt sich nicht. Von Rechtfertigung wollen heute viele nichts mehr wissen. Ganz anders sei das zu Zeiten Luthers gewesen. Da habe der Mensch noch eine sprichwörtlich existenzielle Höllenangst gehabt, das Richtige zu tun. Anders heute. Wer sich einem Vorwurf ausgesetzt sieht, rechtfertigt sich oft mit Gründen, die außerhalb seines Einflusses liegen. Man entzieht sich der Verantwortung am Schlamassel sind andere schuld, nicht man selber. Auch reales politisches Handeln, das sich zumeist auf Ausgleich von Interessen ausrichte oder die Gerechtigkeit der Gerichte, stünden diesem Gottesbild entgegen. Etwas ist gerecht, weil das, was man gibt, dem entspricht, was man bekommt. Oder etwas ist gerecht, weil es das zubilligt, was einem zusteht oder was einer braucht oder was auch alle anderen haben. Der theologische Gerechtigkeitsbegriff räume indessen individuelle Freiheit ein. Eine mögliche Annäherung an den Geist dieser Gerechtigkeit im realen Handeln, die nicht messbar, sondern bedingungslos ist, sieht der Politiker Kretschmann aber trotzdem. Wir dürfen deshalb in der Politik niemals nachlassen, für die Verschiedenheit der Menschen einzutreten, denn nur in dieser Verschiedenheit macht das Wort Freiheit überhaupt einen Sinn. Politisch geht es dabei um Konkretes. Nicht nachlassen, für diese Verschiedenheit einzutreten und ihnen die gleichen Rechte zu garantieren, unabhängig von Geschlecht, Bildung, Nationalität, Hautfarbe, Religion oder auch sexueller Orientierung. Damit hat Kretschmann schnell eine Brücke zu einem emotional diskutierten Thema geschlagen. Am Freitagvormittag hatte im Bundesrat dem vom Bundestag verabschiedeten Gesetz einer Ehe für alle zugestimmt, gegen die Teile der Kirche Sturm liefen. Der wohlwollende göttliche Blick auf die Verschiedenheit begründe auch, was in der Präambel des Grundgesetzes stehe. Der Mensch hat seine Würde nicht, weil er wie Gott ist, sondern weil er von Gott und auf ihn hin ist. Mehr Würde geht nicht. Diese Würde müssen die Menschen sich eben nicht erkämpfen. Die Würde eines jeden Einzelnen sei deshalb unantastbar. Gnade in diesem Sinne, so Kretschmann am Ende schmunzelnd, gäbe es für Politiker bei Wahlen indessen manchmal nicht. Doch wenn man als Politiker scheitere, scheitere man nicht vor Gott und nicht als Mensch.